Oh nein, da ist schon wieder so was Süßes drin. Das ist das süß und schön und süß und ach nein. Ich weiß schon, ich werde mich gleich wieder schämen. Es ist nämlich auch ganz schön schwer. Hallo zurück, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe gerade das Video von Joanne gedreht, also von ihrem Paket. Und hatte ja hier jetzt noch zwei andere Zuschauerpakete und die wollte ich jetzt noch mal eben schnell noch mit euch auspacken. Und ich habe eben schon in dem anderen Video gesagt, und zwar, ach Gott, das ist mir ganz wichtig. Also ich habe jetzt so viele liebe, tolle, also jedes einzelne war wirklich so mega toll. Zuschauerpakete habe ich wirklich so viele bekommen, aber wir müssen jetzt leider erstmal einen Aufnahmestopp machen, weil ich kann das niemals alles verbrauchen. Wenn das jetzt noch mehr wird. Moment, ginge es noch. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar über all eure Aufmerksamkeit und ich freue mich aber genauso, wenn ihr mir Bilder schickt, wenn ihr mir erzählt, was ihr bald kaufen möchtet, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt oder eben bei Instagram oder so. Bei Instagram erreicht ihr mich, denke ich, noch am besten mit. Genau, so. Und jetzt habe ich hier als erstes, und zwar war das eine liebe Dame, die hatte gesehen, dass ich in irgendeinem Video erzählt hatte, dass ich die Labello, beziehungsweise von Nivea ist das eigentlich, die Lippenbutter so gerne mag. Und da hatte sie gesagt, sie hat noch zwei eingeschweißte und ob sie mir die nicht schicken darf. Und dann, naja, habe ich gesagt, na klar, ich freue mich natürlich. Hat sie erst noch gefragt, was sie dafür haben will. Sie hat aber gesagt, sie möchte sie mir gerne schenken. Und hier habe ich jetzt die in einem Umschlag bekommen. Und das möchte ich dann jetzt auspacken. Oh nein, was ist das denn? Warte mal. Oh nein! Das ist ja süß. Sie hat hier noch was reingelegt. Und das ist genau nach meinem Geschmack. Das ist der Wahnsinn. Der ist super schön. Ah, von La Haye. Ich glaube, das gibt es manchmal bei DM. Oh, ist der süß. Oh nein, ist der schön. Ach du Scheiße, ist der schön. Ich liebe diese Farben. Ja, könnte man auch drauf kommen hier. Die Farben sind genau im Hintergrund. Deswegen wird er hier wahrscheinlich auch irgendwo einen Platz finden. Sieht aus wie ein Fisch, wie man sehen kann. Oh nein. Kann man den da erkennen? Doch ein bisschen, ne? Vielleicht bleibt er da stehen. Vielleicht räume ich ihn auch noch hin. Ich habe heute schon wieder irgendwie einen mega dollen Sprachfehler. Gut, auf jeden Fall total cool. Pinsel und dann noch in dieser Farbe. Mega. So. Ich glaube, da ist noch was drin, was sie nicht angekündigt hatte. Und zwar ist das von Clinique ein Chubby Stick Intense Moisturizing Lip Color Balm. Mega cool in einer etwas auffälligeren Farbe. Das ist mal ganz gut zum Ausprobieren. Und der sieht sehr interessant aus. Auf jeden Fall sehr schön cremig. Ich bin gespannt. Ich werde den hier jetzt mal ganz schnell einmal auftragen. Oh, okay, da muss ich auf jeden Fall sehr mutig sein, aber... Vielleicht kann man den ja auch so ganz zart nur auftragen, dann ist der nicht so krass. Ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich meine Lippen zu doll betone, habe ich immer das Gefühl, ich sehe irgendwie älter aus, als es sein müsste. Aber das ist natürlich gut. Und gerade wenn der dann nicht so austrocknend ist, werde ich einfach mal ganz, ganz dünn dann auf der Lippenbutter ausprobieren. Und diese, oh Mensch, ich sehe gerade, sie hat mir auch einen Brief geschrieben. Ich gucke mal ganz kurz, ob da was drin steht, was ihr hören dürft. Ach, so süß. Also ganz, ganz liebe Sachen hat sie geschrieben auf einem Diddle-Papier. Habe ich früher gesammelt, total cool. Da war das allerdings noch nicht so schön bunt. Da war das immer nur einfarbig und dann unten an der Ecke war irgendein Motiv halt drauf, die man auch gesammelt hat. Total süß auf jeden Fall und total süß. Ich freue mich. Oh Mensch, jetzt merke ich gerade, also zwei Sachen sollten jetzt noch drin sein, aber es sind drei drin. Und oh, von Douglas ist hier noch eine Hydrating Mask drin. Finde ich sehr gut. Davon habe ich natürlich auch noch nichts probiert und kann ich dann jetzt mal probieren? Ich sage mal probieren, als würde ich das essen. Hat letztens schon einer drüber gelacht. Das ist ja auch lustig, aber... Und hier sind diese beiden Lippenbutter-Dinger. Das ist total cool. Total schön. Diese beiden Sorten sind es geworden. Also ich liebe die und die sind halt noch verschweißt. Deswegen hat sie mir die noch zukommen lassen. Und total cool, das ist eben einmal Blueberry Blush. Hatte ich den überhaupt jemals? Doch, ich glaube einmal. Allerdings stand da halt dann da noch Labello drauf. Und hier ist dann nochmal Kokosnuss. Und das war immer die allerbeste von allen. Aber die anderen sind genauso. Also nicht genauso, aber die, also die sind irgendwie ein bisschen anders, aber... Dennoch wirklich ganz, 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 ganz große Klasse. Also vielen tausend Dank dafür, habe ich mich sehr gefreut. Total cool. Und ja, habe ich nochmal einen kleinen Vorrat, weil, soweit ich weiß, gibt es die leider nicht mehr. Höchstens mal so im Internet, aber dann wirklich für teures, teures Geld. So, ja, vielen Dank auf jeden Fall, liebe Jenny. Ich habe gar nicht gesagt, dass es von Jenny ist. Ja, es ist von Jenny. Dankeschön, ich freue mich sehr. Und, einfach ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Mühe und deine Aufmerksamkeit einfach auch. Ich finde das immer so krass, was ihr euch alles aus den Videos rausmerkt. Wisst ihr, man könnte die auch einfach gucken und dann da rein, da raus. Aber ihr merkt euch das einfach. Krass. Einfach nur krass. So, und jetzt habe ich hier von der lieben Vanessa Wellens noch ein Paket. Vielen Dank auch an dich. Das sieht folgendermaßen aus. So. Und, ach Gott, ja. Ich weiß schon, ich werde mich gleich wieder schämen. Es ist nämlich auch ganz schön schwer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ein komisches Gelaber geht mir auch jetzt schon auf den Sack. Also ich kann mich selber nicht lange so reden hören, wie ich jetzt gerade rede, aber ich freue mich nun mal einfach total und es ist einfach... Oh nein, ist das süß. Guckt mal. Hier ist ein Brief, gucke ich mir nachher an, beziehungsweise gleich vielleicht ganz kurz vorher, dann ist da so ein Anhänger dran. Ist das süß, oder? Und die Herzen da drauf, mega schön. Richtig süß. Oh, und die Karte, okay, die muss ich euch doch noch zeigen. Da sind Libelle drauf oder überhaupt Libellen sind da drauf. Total mega cool. Richtig, richtig klasse. Schaut mal. So süß, vielen Dank. Und hier drin war jetzt halt noch so ein kleiner Putzschutzengel. Und damit kann man sein Handy sauber machen. Total cool, so ein kleines Mikrofaserreinigungspad ist das. Total süß, schaut mal. Richtig, richtig niedlich. Vielen Dank schon mal dafür, das ist total, total süß. So, dann kommt hier... Oh nein! Mir kommt hier also ein Ausstopfmaterial entgegen. Und ich sehe da gerade schon, oh nein, ich bin so froh darüber, das ist so cool. Ich hatte letztens nämlich überlegt, ob ich mir das auch nochmal mitnehme. Und zwar ist das von DM der Haarreif, den ich fast immer bei Schminkvideos trage. Und jetzt habe ich ihn einfach ein drittes Mal. Das ist so cool. Der ist nämlich so süß. Ach nee, ich kann ihn jetzt gerade nicht aufsetzen. Aber er ist so süß. Ich liebe ihn einfach. Und ich finde, ja klar, das mit den Katzenohren, damit würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt einkaufen gehen. Aber alleine diese Farben, finde ich, machen immer schon so, als hätte ich Blush aufgetragen. Es sieht einfach so frisch aus. Ich finde, diese Farbe tut ganz viel für mich. Und deswegen freue ich mich da besonders doll drüber. Vielen, vielen, vielen tausend Dank. Okay, dann habe ich hier jetzt noch was. Das habe ich zwar schon da, habe ich auch schon mal von einer lieben Zuschauerin geschenkt gekriegt, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich höre von allen, dass es ganz toll sein soll. Und zwar ist es von Balea Lippenpflege Kokos. Das ist ein Peeling. Und ja, finde ich natürlich super. Alles für die Lippen ist immer super, was Pflege betrifft und so weiter. Und das ist ganz toll. Ich freue mich ganz doll darüber. Das kann man auch nicht oft genug haben. Ist so. Puh, Gott, also mittlerweile wird mir tatsächlich richtig schwindelig, wenn ich eure Pakete auspacke, weil... Das ist einfach, oh Gott, das ist einfach krass. Komische. Ich muss gerade an diese Szene denken von Dirty Dancing, wo der Typ ihr irgendwie, ich glaube, versucht, Taktgefühl beizubringen oder sowas. Habe ich gerade was anderes gesagt? Ein anderes Wort? Nee. Also ich meine Taktgefühl auf jeden Fall, falls ich es nicht gesagt habe. Und er macht doch dann so ein dämliches Geräusch. Ich kann es gar nicht nachmachen. Das hört sich an, als würde er sein Adamsapfel irgendwie so komisch springen lassen. Ja, bitte? So, keine Ahnung, wo ich jetzt gerade stehen geblieben bin. Mein Mann wollte gerade was, aber ich glaube, ich hatte irgendwie erzählt von diesem Dirty Dancing-Typen hier, Patrick Swayze. Der hat auch dieses Geräusch gemacht, dieses... Ja, egal, ist auch eigentlich total egal. Ich mache jetzt einfach weiter, bevor wir jetzt hier noch länger komisches Zeug erzählen. Und das hier, das ist echt cool, weil die habe ich mir nicht besorgt. Und zwar ist das aus der Essence Crystallize LE. Nee, Crystal Dreams heißt es. Auf jeden Fall sind hier die beiden Lippenöle drin. Tinted Lip Oil, einmal in... dieser Farbe, in der 02 und in der 01 eben. So, und die sehen dann halt so aus. Und wie gesagt, finde ich sehr cool, weil ich die halt mir überhaupt nicht besorgt habe. Und finde ich jetzt einfach mega süß von ihr. Und die sind auch noch komplett neu. Das finde ich sehr gut. Natürlich freue ich mich gerade bei den Lippensachen, wenn die neu sind. Mega süß. Total cool. Danke, 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 liebe Vanessa. Ja, ich kann hier halt schon fast alles sehen, was da drin ist. Und das ist einfach nur Wahnsinn, 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 was du hier alles zusammengesucht hast. So, hier ist jetzt von Abbey Routine, hoffe ich, dass das so ausgesprochen wird, sind hier zwei Ampullen drin, und zwar einmal der Vitamin C Booster. Und was steht hier noch? Pimpt die Haut mit antioxidativer Powerformel. Richtig cool, ich stand da letztens schon vor und dachte aber, nein, brauchst du nicht. Jetzt habe ich es aber, das ist schon ganz cool. Vitamin C ist ja sowieso immer ganz gut. Und dann ist hier nochmal der Glow Booster von derselben Marke, und da steht... frischer praller Glow, ultra feuchtigkeitsspendend mit dreifach Hyaluronsäure. Das ist auch sehr gut. Feuchtigkeit geht ja immer, gerade bei den Fältchen und so weiter, immer richtig gut. Und hier steht halt noch natürlich, dass man das mit einem Tuch am besten aufbrechen soll. Ich habe auch noch so eine Brechhilfe zum Glück, damit man sich natürlich nicht verletzt. Ist immer so eine Sache bei Ampullen, aber also ich habe mich bisher noch nicht damit verletzt. So, Gott, also mir ist ganz schlecht. Ich habe es gerade schon einmal zu meinem Mann gesagt, weil einfach so viele Geschenke, es ist einfach nur krass. So. So, also ich mache mal hier weiter. Und zwar hat sie hier nochmal Lieblingsseife-Schutzengel reingepackt. Das ist ja süß. Wo gibt es denn sowas? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich glaube, die kann ich leider nicht benutzen. Die muss leider genauso bleiben. Dafür sind die... Ach nein, ist das süß. Kann man das doch jetzt? Müsste man es eigentlich sehen. Ja, also eine Seife im Schutzengel-Format. Und werde ich nicht benutzen. Die werde ich aufheben. Die riecht auch sehr gut. Richtig süß. Oh Mann, das ist so hübsch. Oh Gott.
Okay, dann mache ich jetzt an der Seite einmal weiter, denn das sieht aus wie Masken, was ich natürlich auch mega liebe und feiere. Oh, und das ist auch richtig cool. Ach, das ist ein Fußbad und eine Fußlotion von Seventh Heaven. Oh nein. Und das soll wahrscheinlich nach pinker Grapefruit, Gurke und gepresster Minze. Oh, das riecht bestimmt richtig, richtig gut. Und hier ist nochmal, oh Gott, eine Fußmaske. Richtig cool. Die hatte ich auch schon da. Ich habe sie aber noch nicht benutzt, weil ich setze mich irgendwie mal nicht hin und mache Fußmasken. Aber so bietet sich das auf jeden Fall an, würde ich sagen. Oh nein, und das ist richtig cool, weil die hatte ich letztens von meiner Freundin geschenkt gekriegt. Und ich habe sie so geliebt. Aber ich war zu geizig, sie mir jetzt nochmal nachzukaufen. Jetzt habe ich sie hier nochmal von Langhaarmädchen. Sowieso immer ganz tolle Produkte von den Langhaarmädchen. Die Haarkur Intense Repair mit Kokosöl und Buriti-Öl. Und die riecht so gut. Richtig gut. Und die hat auch richtig gut gepflegt. Die hebe ich mir auch für einen ganz, ganz, ganz besonderen Tag auf. Weiß noch nicht wann, aber... Oh, ich würde am liebsten jetzt dran riechen, aber die bleibt auf jeden Fall zu. So, und hier ist das Vitamin C-Konzentrat von Balea. Hatte ich auch schon mal. Ist auch wirklich gut. Gefällt mir gut, weil das nicht so fettig ist. Oh nein, da unten sehe ich auch schon wieder was. Oh nein, warte mal. Also hier sind auf jeden Fall nochmal von Yuti die iPad-Masken. Und das ist auch immer super gut, weil die toll sind und weil man die einfach immer benutzen kann. Und die sind jetzt mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E. Und ich glaube, die liebt auch mittlerweile jeder von uns. Ich glaube, es gibt insgesamt 5 oder 6 Sorten. Cool. Ich freue mich. Danke, liebe Vanessa. Das ist total schön. Hier ist ein Lippenbalm von Mundwerk. Okay, mit Rizinusöl. Interessant. Kenne ich noch gar nicht. Aber das sieht ganz gut aus, weil Rizinusöl wirklich auch gleich an erster Stelle steht. Ja, sieht so aus übrigens, falls ihr damit nichts anfangen könnt. Weil ich kannte das jetzt vorher auch nicht, aber dann jetzt, ne? Mega cool. So, okay, hier ist auf jeden Fall von Alcina Nutri-Shine-Öl-Elixier. Mit pflegenden Argan und Traubenkernöl ist vermutlich für die Haare, oder? Ja, fürs Haar. Finde ich cool. Probiere ich sehr gerne mal aus. Auf jeden Fall. Richtig gut. Oh nein, jetzt sehe ich das erst. Da ist Jan. Okay, das muss ich jetzt sofort rausholen. Jetzt sofort muss ich es rausholen. Und zwar ist das, ich habe ihn noch nicht. Ich wollte ihn mir letztens kaufen, aber ich habe ihn zum Glück nicht mitgenommen. Das ist gut. Denn den, ja, das wäre so der zweite gewesen. Ich habe ja letztens von der lieben Sami noch ein Geschenk gekriegt. Und das ist der Stardusk I Heart Revolution Osterhasen Bunny, ja. Doppelt gemoppelt. Und das ist halt der goldene. Da sind so Grüntöne drin. Den wollte ich mir eigentlich, wie gesagt, noch holen, weil der für mich noch so in Frage kam, neben dem weißen, den ich vorher noch von der Sami geschenkt gekriegt habe. Und jetzt habe ich natürlich wieder die Verpackung kaputt gemacht. Aber das ist so schön, weil jetzt ist der andere Hasi nicht alleine. Und ich habe nochmal... Das sind ja richtig geile Farben. Halleluja, schaut mal. Oh mein Gott, ist das süß und schön und süß. Und ach nein... Vielen Dank, so süß, so süß. Das war eben versteckt unter diesem Ölelixier hier. Puh, ihr macht mich echt fertig, ihr seid so toll. Und wenn wir jetzt gerade sowieso bei der Schminke sind, hat sie hier mir noch reingelegt von BH Cosmetics die Stella Lash Mascara. Die hatte ich mal in klein, habe ich aber verschenkt, weil das da irgendwie zugepasst hat zu dem, was ich da verschenkt habe. Aber so wirklich, ja, probiert habe ich sie natürlich nicht. Aber jetzt habe ich sie in groß und die sieht so schön aus. Guckt nur, das ist also mega schön. Und die kostet auch mal eben 10 Euro, wisst ihr? Es ist einfach, das läppert sich so und oh, ist die schön. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Vanessa. Heftig, heftig. So, und dann sehe ich hier von Wellness and Beauty. Das ist, glaube ich, von Rossmann. So eine... Serie. Ja, Duschcreme ist das. Dusch- und Badecreme. Einmal mit Sesam und Kaschmir und dann nochmal mit Bambus und Lotus. Und die sind auch mega, mega süß und schön. Da muss ich natürlich dran duften, ist klar. Oh, das riecht richtig gut. Ich kann leider nicht beschreiben, wie. Das ist jetzt das, was nach Sesam und Kaschmir riecht. Ja, aber Kaschmir ist schon ganz gut. Also so sehr cremig, sehr schön pflegend. Einfach so ein bisschen pudrig. Und der hier, was war das nochmal? Bambus und Lotus. Riecht auch richtig gut. So ein bisschen, als wäre Minze oder Menthol mit drin. Aber das ist echt richtig, richtig cool. Puh, heftig. Also richtig, richtig, richtig süß. Ja, ich sage die ganze Zeit dieselben Worte, ich weiß. Und hier ist ein Nagellack. Das ist richtig cool. Und zwar ist hier einmal einer von meinen Lieblingstopcoats. Hier von Manhattan. Der trocknet wirklich jeden Nagellack, egal wie viele Schichten ihr drauf habt. Okay, jetzt so 10 Schichten schafft er vielleicht auch nicht. Aber wenn ihr eben so... Ich habe jetzt hier heute zum Beispiel... 4 Farbschichten drauf und dann noch den da drüber quasi. Und es ist trotzdem alles trocken.
so 5 bis 10 Minuten sollte man schon zwischen den Schichten lassen, damit es dann auch auf jeden Fall was wird. Aber der ist so toll. Also wenn ihr sowas sucht, holt euch das. Mega toll. Und dann hat sie mir hier noch Fit for a Princess. Fit for a Princess. Ja doch, klar. Und das ist ein richtig schöner Ton. Den hatte ich auch schon mal, aber der ist mir eingetrocknet. Und zwar, ja, ist das halt ein deckender, hellrosaner Nagellack. Und so ähnlich wie das, was ich drauf habe. Nur einfach noch ein bisschen deckender. Bei mir sieht man ja jetzt zum Beispiel noch so ganz leicht die Nägel durch. Und das tut man dann hier nicht mehr. Das mag ich auch manchmal sehr gerne. Und der kommt übrigens dem Fiji von Essie sehr nah. Habe ich beide. Genau. Oh nein, da ist schon wieder so was Süßes drin. Okay, ich nehme jetzt aber erstmal das hier. Das ist auch total cool. Das ist von Armani Code. Eine Bodylotion. Cool. Muss ich auch natürlich gleich mal dran duften. Das riecht sehr gut. Ich mag das nämlich ganz gerne, wenn diese Bodylotions oder diese Parfums nicht mehr ganz so doll nach ihrem Parfum riechen. Und dann ist das nicht ganz so krass. Riecht sehr gut. Verpackung sehr cool. Richtig gut. Ich freue mich. So cool. Und jetzt ist hier noch was zum Baden. Und das habe ich halt eben gerade gesehen, als ich gedacht habe, oh nein, das sieht so süß aus hier. Diese Badeperlen mit Guarana-Extrakt und Urea. Richtig gut. Ich liebe Urea. Richtig gut. Und gibt es hier irgendwo eine Duftprobe? Nee, ich glaube diesmal nicht, aber so schön. Ich habe mir die nämlich selber auch gar nicht gekauft, aber bin jetzt halt froh, dass sie mit drin ist. Und hier ist nochmal Badepuder. Milchtraum habe ich auf jeden Fall auch schon mal verschenkt, aber selber noch nicht probiert. Ich sage mal probieren. Ich esse das nicht. Nein, ich benutze es. Also ich habe es noch nicht benutzt, noch nicht ausgetestet. Finde ich auch ein blödes Wort. Gut, auf jeden Fall total cool. Und ich glaube, war hier eine Duftprobe? Nee. Nee. Aber ich freue mich drauf. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und jetzt sind hier noch, ich glaube, 4 Sachen drin. Und das ist richtig cool. Das wollte ich meiner Mutter schon mal kaufen, aber habe ich nicht gemacht, glaube ich. Ich glaube, eine Kur hat sie bekommen. Das ist auf jeden Fall ein Haaröl von Hask Arganöl vom Marokko. Habt ihr bestimmt alle schon mal bei DM gesehen. Total schön auf jeden Fall. Und ich gleich mal dran riechen. Oh, riecht richtig gut. Richtig toll. Danke. Ich weiß, dass das alles nicht gerade günstig ist. Und das ist mega. Ich freue mich sehr darüber. Ich finde das auch ganz gut, dass das nur so eine kleine Größe ist, weil Haaröl, das lässt sich ja immer, das braucht ja mal sehr lange, bis es aufgebraucht ist. Und so hat man hier wenigstens mal das Gefühl, dass man es auch schaffen kann. Das ist gut. So, und oh, hier ist noch was von Mundwerk. Und zwar eine Overnight-Lippenmaske. Auch wieder mit Rizinusöl. Richtig gut, weil ich creme mir abends auf jeden Fall immer noch mal die Lippen ein. Gesicht natürlich auch, aber schon vorher halt, nicht erst im Bett. Dann die Lippen nochmal und die Hände dann auf jeden Fall. Manchmal auch die Füße, aber mag ich nicht immer. Und deswegen ist das genau richtig. Also ganz, ganz lieben Dank. Genau richtig. So, und es sind hier noch 2 Masken, auf die ich mich super doll freue. Denn die eine habe ich leider noch nicht benutzt, aber ich war so dahinterher, weil ich die Crememaske davon so gerne mochte. Und jetzt habe ich sie schon so oft von euch geschenkt bekommen. Also vielen, vielen Dank. Ja, von die Tuchmaske Kaktus von Balea. Gibt es noch nicht so lange. So, und dann ist hier nochmal, es gibt es auch noch nicht so lange, von Garnier Nutribomb Pflegemilch-Tuchmaske. Habe ich letztens auch eine geschenkt gekriegt, aber ich glaube, das war eine andere. So, und die sieht halt so aus. Und ich freue mich darauf ganz besonders. Und das ist einfach alles so schön. So, und jetzt ist das Paket auf jeden Fall leer. Finde ich auch gut, weil es ist so mega viel auch da drin gewesen. Also, egal wie groß oder klein die Geschenke sind, ich freue mich über alles gleichermaßen. 1000 Dank. Und wie gesagt, das ist jetzt irgendwie, also 2, 3 Pakete sind, glaube ich, noch hierher unterwegs. Aber da müssen wir erstmal auf jeden Fall Schluss machen. Weil das einfach nicht. Das tut mir sowieso immer schon so leid. Ihr merkt das auch, ne? Dass ich das immer gar nicht so gut alles annehmen kann. Aber jetzt, wo ich das halt auch dann nicht mal mehr aufbrauchen kann, weil es zu viel wird, dann. Sonst kann ich auch kein Holz mehr machen, wisst ihr? Dann haben wir kein Holz mehr hier. Das geht ja auch nicht. Nun gut, auf jeden Fall. Ach, ich labe einfach nur Scheiß. So. 1000 Dank, liebe Vanessa. Und 1000 Dank, liebe Jenny. Ich habe mich super doll gefreut. Und, es ist einfach so mega süß von euch. Und 1000 Dank, dass sich hier so viele liebe, nette Menschen versammeln. Sage ich auch jedes Mal. So, und ich werde euch jetzt verschonen, um nicht nochmal alles neu zu wiederholen, was ich jedes Mal wiederhole. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Ihr kennt das Spiel. Ich habe wieder vergessen, jemanden zu grüßen. Heute möchte ich wieder 3 ganz liebe Zuschauerinnen grüßen. Und zwar einmal die liebe Laura Bellanova, genau, die hat sich das einmal gewünscht. Und dann nochmal die liebe Lisa B., auch ganz liebe Grüße an dich. Und dann nochmal, ich muss nochmal nachgucken, Nadine Niebler, die möchte auch noch gegrüßt werden. Also danke, dass ihr immer mit dabei seid und immer so liebe Kommentare schreibt und Daumen hoch gebt und so, hoffe ich. Und ja, danke auf jeden Fall nochmal fürs Zuhören. Und jetzt sage ich aber wirklich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich habe das Gefühl, ich schmatze zwischendurch. Das will ich nicht. Ach Gott, ja, ich laber Mist, ich weiß. Halt doch mal die Fresse, denkst du dir? Bruh. Ihr müsst hier schon was mit mir aushalten.